Ist ja egal. Hart. Warte. Hart. Okay. Willkommen. Willkommen zurück zu Let's Play Kicker Online. Ich mach das jetzt einfach. Daniel lacht sich kaputt. Der hat ein paar Nebenwirkungen. Haut die dem Hund in die Schnauze, Alter. Haut die dir voll in die Schnauze. Okay. Der Part beginnt heute mal etwas anders. Deine Freundin wollte schon fast sagen. Ja. What the fuck? Ja, GTA heute hier. Ja, das hat er jetzt alles gehört, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, ihr wisst ja, Kids. Man hat es klatschen gehört übrigens. Ich wusste nicht, was das war. Okay, man hat es klatschen gehört. Ich habe ihn kurz berührt, voll in die Fresse gehauen. Der hat extra noch einen riesen Boxhandschuh angezogen. Ja. Wir nehmen hier gerade auf, ja? Können wir? Ja. Das ist übrigens Daniels Schwester, falls die. Ja, genau. Wie gesagt, ihr wisst ja, die meisten wissen ja schon bereits, ich hause zurzeit, beziehungsweise habe meinen PC zurzeit bei meiner Schwester in der Küche und die machen sich gerade noch einen Kaffee. Alter, mega laut. Okay. Wir haben das übrigens noch nie gemacht hier. Also, nee. Wir haben uns gefragt, ob wir das gemacht haben hier. Voll gefunzt. Okay. Ich bin Erster, gell? Obwohl ja, ich gerade kaum was sehe. Weil ich habe meine Augen voll Tränen. Anfang verkackt. Wir sind hier alleine. Zwei Runden. Achso, wir müssen das zweimal machen. So brutal war das ja gar nicht. Man musste einfach nur. Nö, eigentlich gar nicht. Nee. Oh, wie mies. Bisschen Zeit verkackt. Der letzte Punkt ist einfach. Ja, Tränen, ne? Ja. Oh, fuck. Aber. Gut. Einfach draufhalten hier ein bisschen. Scheiße! Nach hinten drücken. Bist du runtergefallen? Nee, noch nicht. Aber es war knapp davor. Aber jetzt läuft's wieder. Aber du gewinnst wahrscheinlich. Der gewinnt. Boah, ich fall gleich. Nee, doch nicht. Der gewinnt. Der gerät. Ich hab das Klatschen immer noch im Ohr. Ich glaube, der Hund auch. Er hat ein Kind im Ohr. Ja. Mach mal ein Salto, wenn du runterfliegst. Nach vorne. Hast du auch gemacht? Ich mach gerade einen, ja. Okay. Alter, und ich bin gar nicht gestorben. Check, bin auch eben nicht gestorben. Bitches. Beim ersten Mal runterfallen bin ich gestorben. Oh, jetzt bin ich gestorben. Scheiß die Wand an. Oh, das hätte mir den Sieg bringen können. Shit the wall on. Oh, fuck. Geht ja schon weiter. Ja, das hast du gewonnen. Hast du gewonnen, obwohl er nichts sehen konnte. Anscheinend. Ja, du weißt, wie es ist. darf man. lach mal. Darf man fragen, warum? Ich habe keine Ahnung. Das ging alles so schnell. Okay. Das Lustige daran ist, dass man den Hund eigentlich nur kennt, wenn er schnarcht. Ja. Und plötzlich gab er Laute von sich. Würde ich aber auch machen, wenn sie mir ins Gesicht boxt, ganz ehrlich. Alter. Voll assi. Also wenn man Tieren ins Gesicht schlägt, lachst du dich kaputt, oder was? Grundsätzlich schon, ja. Ich stell dir vor, so ein kleiner Kanarienvogel kriegt auf einmal so eine riesige Faust ab. Okay. Voll gelitten. Ja gut, er hat bestimmt keine Schäden davon getragen, nicht, dass die Leute jetzt denken, nee, Quatsch. Hier Quell am Start und so. Das bisschen Blut leckt er weg. Alter. Ja gut, du hast gewonnen. Ich würde sagen, wir machen jetzt was Normales, weil ich glaube, wir haben jetzt keine Rampe mehr. Flucht aus Los Santos. Wo ist das? Hab ich noch nicht. Haben wir schon? Ja, ich habe das schon gemacht. Egal. Ja, dann hätte ich gesagt aktualisieren, aber ja. Achso, okay, jetzt haben wir beide. Egal, ich weiß jetzt unten nicht. Unten war noch eine weiße. Die weißen sind übrigens nicht von Rockstar erstellt, hat jemand kommentiert. Ja, eben. Deswegen. Ich war ja verwirrt. Ja, keine Ahnung, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann warum habe ich es dann gemacht? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe viele schon gemacht, die du noch nicht hast, weil ich habe ja auch neben dem Let's Play hier schon viel gelevelt. Ja. Aber, ich weiß, hast du auch eigentlich Missionen gemacht alleine? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon ein paar. Ich kann einen Schluck trinken, du. Schwindelig. Immer noch aufgewühlt. Der Hund wahrscheinlich auch. Klebt er noch? Hast du dich jetzt extra gemutet? Ach so, und ich habe ja was getrunken. Ja, komm. Wir spielen einfach alleine. Hab zwar ein paar Leute eingeladen, aber hat nichts gestanden. So hat der Part auch noch nie angefangen. Das lasse ich übrigens auch drin, ne? Ja, muss. Ja.
Ich erwarte nicht nur, dass es drin bleibt, sondern ich erwarte einen Remix davon. Das kannst du ja dann machen, weil ich schneide ja nicht, dann geht er ohne. Der Dubstep-Hund. Das, nee, das hat man nicht gehört, aber man hört es wahrscheinlich in deiner Aufnahme. Voll geboxt. Ja, das hat man gehört, aber so den Hund hat man, glaube ich, nicht gehört. Aber ich weiß, du hast gar nicht. Auch laut gelacht halt. Aber, hä, was ist denn das? Das ist ja kein Rennen. Rennen nee, es war ein Stern. Okay, ich bin gerade verwirrt. Erledige die Läufer, bevor sie ihr Ziel erreichen. Ach so, oh nein, sowas hasse ich. Musst du laufen? Läufst du? Ich fahre auf Motorrad. Und was du? Ist deine Mission? Erreiche mit deinem ganzen Team eines der Verstecke. Deinem ganzen Team? Ja. Wie viele seid ihr denn? Null. Also einer, ich. Ich sehe da jemand auf der Karte. Fuck, ich bin gestürzt. Ich bin verwirrt, ich mag sowas nicht. Beim ersten Mal, da schaut jemand zu. Oh, ficken. Einfach über die Autobahn fahren? Wie bist denn du da lang gefahren? Alter, wie dumm war das denn? Was ich machst du? Ich kacke gerade. Ich weiß gar nicht, was... Was du bist oben auf der Autobahn? Nee, ich war unten auf der Autobahn. Ah, da bist du ja. Hä, wo bin ich? Du weißt doch, wo ich bin. Wo bin ich? Wo bist du? Nein! Was? Oh, komm schon! Das war ja easy. Ach so, das war schon. Was war denn das für ein Scheiß? Easy, oh, ohne Scheiß, ich hab dich schon ein paar Mal getroffen. Easy. Und dann musst du dann nachladen. Du standst im Busch? Ja. Hattest du auch nur eine Pistole? Ja. Ich mag sowas überhaupt nicht. Ich bin da so extrem verwirrt beim ersten Mal spielen und dann nur Pistole und da war ja nix. War schon, Trotzdem gefällt mir. So, dann machen wir was Richtiges. Da hab ich alle schon gemacht. Nee, oben. Ich auch, außer das Fallschirm. Rumrollen am Dock habe ich noch nicht. Ein Job. Und den Job unten habe ich auch nicht. Komm, machen wir den Job, oder? Für einen Titan. Ein Titan. Was? Der Oliver Kahn. Ich wollte gerade sagen, du musst mich doch zurückhalten, wenn ich nur ein bisschen abspaste. Und was machst du? Du spastest es genauso ab. In deiner Aufnahme doch nicht. Ja. Normal, speziell habe ich alles schon bestätigt. Ah, Panzer habe ich mir nicht gekauft. Läuft trotzdem. Darf man ja gar nicht sagen. Komm zu dritt. Der ist wahrscheinlich von unserer Freundesliste. Der Cracker HD. Aber der schon zugeguckt hat. Ja. Ja, also, denke ich auch. Schöne Grüße. Ich denke. Willkommen in der Aufnahme. Hier werden Hunde geklatscht. Manchmal. Hallo. Stiehl die Titten, habe ich gelesen. Was will. Er ist, glaube ich, voll der Mega-Fan von mir. Herzlich willkommen in unserer Aufnahme. Hier werden Hunde geklatscht. Hier werden Grenzen gebrochen. Das ich sehe nur vorne steht mein Dings. Ich habe jetzt gedacht, ihr wärt mega der Fan von mir, weil er mir voll gefolgt ist. Wo ist dein Moped? Hallo? Bitte? Wo ist dein Moped? Da vorne, on the street. Achso, hat mich gewundert, weil du stehen geblieben bist. Die Titan. Mein Ding ist Titan. Kannst du wieder bei mir mit onsteigen, wobei der wahrscheinlich will, dass du bei ihm einsteigst. Ja, er wird nicht schon, locker lassen. Er hat schon gepackt. Oh. Aber da kann ich wieder einen Stinky zeigen. Stinky. Stinky-Winky. Feuerwehrwagen. Ja, und ich kann wieder von. Nein. Hör mal auf, so abzuspasten. Ja. Markierst du? Achso. Sorry. Mach dich nützlich, Biatch. Biatchboy. Achso, das ist da unten am Flughafen. Hinterm Flughafen sogar. Na komm, ich back drum. Hinterm Regenbogenling. Was war das nochmal? Ein Lied? Keine Ahnung. Achso. Hallo. Ist es nicht Peter Pan irgendwas? Nein. Aber bei dir vielleicht dann immer Richtung Morgen. Vielleicht meintest du auch Robin Hood, weil du verwechselst das ja meistens. Nee, Peter Pan. Achso. Der kleine Junge, der nie erwachsen wird. Ja, ja, der fliegt doch immer aus dem Fenster hinten am Regenbogen links. Ach so. Und dann immer Richtung Morgen. Wärst du gerne Peter Pan? Also, wenn du ein Kind noch wärst, wäre das cool, nie erwachsen zu werden? Ja, gut. Eigentlich ja nicht. Wenn du da im Nimmerland chillst und so, denke ich schon. Aber, ich meine, wenn du jetzt immer ein Kind bleibst und deine Eltern älter werden und irgendwann
nicht mehr da sind und du keine Arbeit hast und die vom Arbeitsamt sagen, sie sind laut Papieren 50 Jahre alt, gehen sie arbeiten und du bist noch ein Kind, dann ist das, glaube ich, nicht so gut. Ja. Stimmt. Kommt drauf an, was für ein Kind. So 16, 17 und so. Die ganzen Chicks entjungfern, schon lässig. Hast du eigentlich schon damals als Kind Kinder gehasst? Oh, Vorsicht. Oh fuck, ich bin abgestehen. Ich hasste mich damals selbst, ja. Also, das ist ja eine schöne Aufnahme davon. Ich dachte, das wäre jetzt assi, du wärst mir jetzt böse, dass ich das sage. Scheiße, Mann. Geile Deckung. Jo, komm, wie dumm war das denn von mir? Was ist das denn für eine Deckung? Haben wir irgendwie Granaten? Was? Kann ich denn schon? Boah, Alter. Knister kann ich denn schon. Knister? Geht! Deckung, Mann! Knister. Knister, Knister, Knister. Was ist denn das? Ist das der LKW, den wir klauen müssen, oder? Nee, das Flugzeug, oder was? Die Titan, oh geil! Das bin ich da auch noch nie geflogen. Dieses Riesending. Riesending, es gibt ja immer noch... Fuck! Wo sind die? Es gibt ja übrigens... Cindy. Neue... Flugzeuge wegen dem Update. Ich hab die, hab so viele Sachen verpasst. Wichser. Wichser. Soll einfach rein, da gut ist. Oh, fahr mal den LKW wieder weg, bitte. Das sind Leute. Ich bin fast tot. Drive the LKW away. Ja, aber ich will da mit einsteigen. Ich will mitfliegen. Bitte. Oh fuck, da kommt ein Auto. Ich werde gerne mit. Ja, komm, schnell. Okay. Ich laufe, ich bin gleich tot. Bleib stehen. Andere Seite ganz. Oh, ich bin tot. Nein! Konnte man da nicht einsteigen? Wo spawnst du? Wahrscheinlich irgendwo. Das macht Sinn. Das macht Sinn, ja. Ey, weiter hinten. Ey. Warte, ich komme. Da fährt ein Auto. Oder warte, ich hole ein anderes Flugzeug. Ich fliege da hinterher. Also okay. Ein Dodo. Oh fuck, das ist ein Auto. Oh, komm bitte. Ich will da hinterher fliegen, das ist lustig. Ich ramm dich dann weg. Oh, flieg, fahr! Hallo! Hallo! Alter, wie lahm! Hallo! Hey! Wie lahm war das denn? Ich seh dich. Du bist wahrscheinlich mega schnell, ne? Ein bisschen Kunstfliegen hier mal. Oh, warum muss ich mir aus dem... geht? Was machst du da? Alter, ich will auf dir landen. Yo, man. Ich weiß nicht. So lustig. Ich bin voll groß, gell? Ja, aber du bist zu schnell. Ich hab ein Pistflugzeug. Ich nehme ein bisschen Gas raus hier. Ich sehe dich aber von Weitem. Sieh die. Dieser Weichsel. Aber geile Mission eigentlich. Ein Flugzeug klauen. Boah, Turbo Lanzen. Lanzen und Partner, kennst du? Ja, feier ich nicht so. Der läuft ja auch nicht. Der hat einen kranken Bart. Läuft es nicht mehr? Ich glaube nicht. Ich habe das ab und zu mal geguckt, weil irgendwie lustig. Den Lanzen, den kann ich vor. Lanz. Der war vorher, oder ist immer noch, keine Ahnung, voll oft Rechtsanwalt bei Barbara Salisch gewesen. Ja, genau, stimmt. Das war ja mal so eine Zeit, da haben meine Eltern das sehr oft geguckt. Den ganzen Mittag, zuerst diese Sendung, dann Richter Alexander Holt und dann Salisch. Ja, ja. Und das waren immer die zwei meistgesehenen Sendungen. War ja auch mal cool, irgendwie. Also als es neu war, war das schon cool. Siehst du so ein paar Fälle da und so. Aber die lassen sich da ja mittlerweile so einen riesen Kack einfallen. Meine Schwester hat da letztens was vorgelesen aus der Zeitung. Weiß ich gar nicht mehr, was war da. Ah ja, da hatte irgendeine Frau hatte einen Dildo mit Schlangengift vergiftet. Oh Gott. Und dann hat sie den Vibrator halt benutzt und dann ist sie halt gestorben. Und jetzt wird da ermittelt, ob es Absicht war oder nicht. Auf so eine Scheiße musste erstmal kommen. Ja, aber die Welt ist schon krank. Also, ja, als ob das echt ist, so, keine Ahnung. Und, ach, keine Ahnung. Voll mies halt. Ja. Ich habe mich voll gewundert, als ich mal durchgesappt habe und da kam dieser Alesch oder so, dass ich hab mich voll gewundert, dass das immer noch läuft. Das ist eigentlich schon sau lange her. War ich noch selbst ein Kind. Ein kleiner Weichsel. Oh, ein kleiner Weichsel. Scheiße, dein Ding ist echt schneller. Also dein Flugzeug. Ich muss jetzt hier drehen. Du hast voll den Titan, Alter. Ist echt so.
Ja gut, ich muss nicht drehen, weil ich kann ja so ein bisschen verkackt landen anscheinend. Da ist das Gefängnis, das ja nicht existiert. Das eigentlich. Gibt's gar nicht, gell? Ja. Ich weiß es echt nicht. Ich vergesse das immer selbst in GTA 5. Da. Ich wollte es zuerst mal machen in dem Part in GTA 5. Also im Offline-Modus. Da einfach mal hinfahren, oder was? Ja, aber weil ich gerade in der Nähe war und dann habe ich mir gedacht, na, komm. Na. Ja, komm, warum lande ich? Ich fliege dir jetzt hinterher. Ich muss ja gar nicht landen. Ich mach's dir ein bisschen schwerer. Ist der Typ eigentlich bei dir? Nee, der ist da unten, ne? Ja, der ist bei mir. Einer ist, der war bei mir drin, oder nicht? Ist der rausgesprungen? Ui. Hallo. Was machst du da? Ich flieg grad voll verkackt, ich blick's gerade nicht ganz. Ja, ist schwer. Okay, schaffst du das? Uiuiui. Hashtag Spannung. Alter! Erschreck mich halt! Bist du erschrocken? Hat sich angehört, als ob du erschrocken bist. Warum? Ich hab da auf einmal ein Flugzeug gesehen. Ja, ich bin eben schon fast in den Schrank geflogen. Boah, Axel. Ich komme, glaub, gar nicht raus. Kann das? Wo musst du denn hin? Musst du auf die Landebahn nur? Ja. Sieht bestimmt voll behindert aus. Ich hänge. Das ist mies. Soll ich anschieben? Nee, jetzt hab ich's, glaube ich. Du musst aufpassen, nicht, dass ich jetzt voll Scheiße mache und in den Schrank fliege. Ist die Landebahn eigentlich klar? Ja, ich sehe da keinen. Der andere Typ ist da auch hinten schon. Ja, die müsste frei sein. Ah, Moment, das haben wir doch schon mal gemacht, oder? Ah, ne, Quatsch, ne, mit dem Titan da. Dran hätte ich mich erinnern können, aber hier waren schon mal Leute bei einer Mission. Genau. Ja, da muss ich hin. Oh, fass ich. Boah, das sieht böse aus. Schieb mich nicht an. Junge! Ah! Was? Weiße. Aber du lebst noch. Okay. Das war lustig. Wollte Schiss bekommen. Du hast Schiss, wenn ein Pissflugzeug hinter dir fliegt. Ich hab mich erschrocken, ja. Hinter mir war ein Monster-Ding. Titanmäßig. Okay, nice. War eine lustige Mission irgendwie. Sind wir in der Zeit? Ja, 17 Minuten. Also wir beenden jetzt hier den Part. Ja. Mal gucken, was wir so im nächsten Part machen. Und ich würde sagen, das war's für diesen Part. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.